So, es ist mal wieder eine Zeit für eine Runde Frontschweine. Und wir haben noch einen Orden übrig. Ich weiß jetzt nicht so ganz genau, wie wir das machen werden. Entweder wir sparen den, weil man ja nachher drei Orden braucht. Oder wir switchen hier rüber und verpassen ihm eine Beförderung oder so. Aber ich denke mal, wir lassen das erstmal noch. Und gucken uns das nächste Level an. Kann übrigens sein, dass es jetzt pro Part immer nur ein Level ist, was wir noch spielen werden. Kommt halt drauf an, wie lange es dauert, ne? Ich meine, okay, wir haben jetzt pro Zug sowieso weniger Zeit. Und hier haben wir eben das Problem, dass wir eingekesselt sind durch ein Minenfeld. Und die sozusagen von außen auf uns draufballern. Das wird ein bisschen schwierig. Für uns. Wir sind nicht so genau, wie wir das am besten anstellen. Ja, komm, wir werden jetzt eiskalt mal... Ja, komm, wir nehmen hier direkt alles mit, was hier drin ist. Und dann werden wir einfach mal hochzielen. Und hoffen, dass das Ding gut ankommt. Ja, der könnte... Ja, der kommt zu kurz. Viel zu kurz. Viel zu kurz. Shit. Das ist natürlich so ein Problem, ne? Ja, das ist gut. Er hat auch eine Kiste gemacht. So, mit ihm ist natürlich praktisch. Mit ihm kann ich natürlich sehen, wo man hier am besten lang gehen kann. Hier konnte man nämlich irgendwo lang gehen. Wahrscheinlich hier irgendwo, wo auch die Kiste liegt. Warte. Da geht's schon mal durch. Und dann geht's hier lang. Ja, natürlich zur Kiste hin. Upp. Und kann man hier noch irgendwo weitergehen? Nein. Na gut, dann müssen wir das Ganze jetzt hier leider auch erstmal unterbrechen. Der trifft deine Flanke. Weil uns die Zeit halt ausgeht. Gut. Ja, Mann. Oh, ja. Schade, bei denen wird nämlich die Energie nicht so wirklich angezeigt. Oh Gott, 18 hat er noch. Also wenn wir auf den gucken würden, würde die Energie von dem nicht angezeigt werden. Weil er halt ein Heckenschütze ist, Scharfschütze, wie auch immer. Okay, das sind die 40 gewesen, die wir vorhin eingesammelt haben. Das ist alles noch im grünen Bereich. Komm, wir sammeln erstmal wieder ein paar... Na, komme ich hier auch irgendwo rein? Oh, das ist schwer zu steuern mit dem Steuerkreuz. So, jetzt werden wir hier nochmal hingehen. Und dann probieren wir das Ganze, was wir eben schon probiert haben, einfach nochmal aus. Diesmal fliegt das Ding bestimmt ein bisschen weiter. Hey, voll wahrscheinlich zu weit. Ah, komm runter. Nein, da zu weit. Viel zu weit, ey. Das gibt's doch nicht. Erst nicht weit genug und jetzt viel zu weit. Ah. Zum Kotzen. Der trifft den hinteren. Volltreffer. Oder? So zwischendrin. Gut. Mit 11 kann man leben. Ich würde sagen, wir hauen den anderen Typen da weg. Und wir stellen uns jetzt mal hier hin. Und dann werden wir den da weghauen. Passt schon. Und tschüss. Ich werde dich Kiel holen. Also ich glaube nicht, dass hier alle von meinen überleben werden. Dass wir schön zwei Orden abgreifen können. Das wäre eigentlich ganz cool, aber da glaube ich nicht dran. Also, den Rest schaffst du auch noch. Oh oh. Das wird eng. Oh shit, oh shit. Oh, der trifft so gut, ey. Das ist unfassbar. Nein. Aber wenn man Pech hat, landet man nämlich andauernd im Minenfeld. Und dann
kriegst du eben die Arschkarte, dass er direkt hinüber ist. Er hat ja noch ordentlich. Das ist ja noch ganz gut. Wir werden mit dem Sunny jetzt einfach alles und jeden hier mal so ein bisschen pushen. Können wir dem... Okay, der hat noch alles voll, daher geht das nicht. Gut. Hier war irgendwo noch so ein Typ in der Kiste. Da werfen wir dickfett eine Granate hin, da hinten, oder? Da steht auch einer. Den werfen wir jetzt mal schön eine Granate rüber. Passt das? Sofort. Ja, komm. Hat gut gepasst. Ziemlich gut. 60. Deshalb braucht man nämlich auch einen Sunny, also dass man wirklich dafür sorgen kann, dass alle überleben. Der hat auch ein paar neue Gadgets gehabt, dadurch, dass er jetzt nochmal befördert wurde. Und zwar kann er auch Granaten werfen, die mehrere heilen. Das ist ganz praktisch. Oder eben mit einer Waffe andere Leute abschießen. Und das heilt halt auch. Ich weiß gar nicht, ob wir auch vergiften können. Ich glaube, vergiften können wir auch. Oh, vorbei. Schönes Ding. Glück gehabt. So, und nochmal das Ganze. Neu versuchen. Komm. Das wird der Viertelspur. Ja, naja, naja. Hm. Immerhin ein bisschen was abgezogen. Am liebsten würde ich ja hinter denen schießen, dass sie den runterrutschen und direkt ins Minenfeld rein. Aber es gestaltet sich schwierig. Oh-oh. Statistisch gesehen müsste ich jetzt treffen. Oh, nein, komm runter. Scheiße, komm runter. Glück gehabt. So, mit ihm müssen wir natürlich richtig schön rüber jetzt. Verdammt. Verdammter Mist. Wie viel hat er noch an Energie? 80. Okay, 80 ist ganz schön wenig. Aber wir machen das jetzt trotzdem. Okay. So, dass er drüben ist. Ich habe keinen Bock, nochmal außen rum zu laufen. Mit Mühe und nur... Ach, er zielt wirklich auf den Typen da hinten, ey. Das ist unfassbar. Für meinen Herrn! Ey, dass er wirklich auf den zielt, wo alle anderen vor ihm stehen. Gut. Hat im Prinzip nichts gebracht. So. Jetzt probieren wir das Ganze einfach nochmal. Oh, das gibt die volle Dröhnung. Ah, wieder zu kurz, ey. Ist ja zum Kotzen. Aber immerhin ein bisschen was abgezogen. Ich meine, so dramatisch ist das jetzt nicht. Hauptsache, er zielt jetzt nicht auf meinen... Okay, gut. Sayonara, Langrüst! Jetzt hat er auch getroffen. Herzlichen Glückwunsch, Lappen. Okay, wie machen wir das mit ihm am besten? Ich würde sagen, wir versuchen... Ja, ich würde sagen, wir versuchen, ihn hier aus dem Spiel zu nehmen. Jetzt würde er einfach noch mal erstmal eine Granate rüberwerfen. Süßwassermatrosen! Ja, komm, recht. Hat funktioniert, 15 Schaden und jetzt kriegt ihr pro Runde 10 Schaden, das ist ganz gut. Auf den 50er, da muss ich echt aufpassen. Oh oh, oh, der trifft so gut, ey. Und er fliegt in die Minen, das war so klar. Nee, er steht am Rande der Minen, das ist gut. So, erstmal zu dem Typen hin mit den 50. Okay. Können wir noch einmal heilen damit? So, und jetzt nochmal zu dem Typen mit den 50 hin. Und ich werde mich erstmal mit ihm hier am Rand hinstellen. Und dann schießen wir auf ihn. Ah, der zittert so doof. Ja, komm. Gut. Okay, auf wen schießt er jetzt?
Er hat auch nur noch 32, okay. Das ist was machbar. Scheiße. Aua. Oh, verdammt. Oh, der rutscht wieder rein, oder? Okay. Allerdings... Oh nein, hier kommen wir nicht hoch. Allerdings ist jetzt natürlich gut, dass wir mit ihm... Ich meine, okay, wir haben nur noch 37, das ist ein bisschen blöd. Aber wir sind drüber mit ihm. Das ist immerhin etwas. Ich würde sagen, wir nehmen den Typen da hinten. Der hat mehr Energie und ist als nächstes wieder dran. Den versuchen wir jetzt hier irgendwie runter zu hauen. Okay, das wird eng. Ah, da ist unsichtbare Wand. Ärgerlich. Und wir müssen schön hinter den treffen. Oh oh. Pass auf. Oh shit. Der ist in die Minen reingeflogen. Ey, wir müssen mit dem anderen Kanonier da aufpassen. Ich glaube nicht, dass der das überlebt. Der steht ja ganz, ganz blöd. Ich denke mal, dass er den wegknallen wird. Nee, das schaffen wir nicht. Das werden wir nicht schaffen, dass alle überleben. Mit ihm müssen wir jetzt nämlich nach oben hinrennen, um den anderen wegzuhauen. Ach, warte mal, wenn die Energie reicht, dann mache ich gleich mal das Doppelte. Pass auf. Wir rennen zu ihm hin, verpassen ihm eine Mine und werden dann zu dem anderen Typen da oben hingehen. Das reicht vielleicht, um ihn zu killen. Weil er ja noch vergiftet ist und so, er kriegt ja Schaden noch, wenn er dran ist. Und den anderen müssen wir irgendwie runterhauen, damit er nicht auf den Kanonier geht. Mal gucken, ob das so funktioniert, wie ich es mir erhoffe. Ja, wir müssen im Prinzip hier auch eine Mine hinlegen, weil der, bei dem lohnt sich das nicht mit einer Bombe. Mit TNT. Okay, wollen wir mal hoffen, dass es funktioniert. Der eine Typ ist hops gegangen, ne? Weiter so! Die Schwächlinge können einpacken! So, jetzt ist er dran, er hat noch 24. Okay, jetzt ist die Frage. Oh, na, er hält's, aber er könnte es aushalten. Wurzel aus x Quadrat mal V. Feuer! Oh shit, oh shit, oh shit. 25 hat er noch. Oh Gott, er steht da mitten am Rand, ey. Das könnte ein historischer Sieg werden. Okay. Langsam hier wegbewegen. Und dann erhoffen, dass man wirklich nicht allzu viel... Ich gehe lieber noch ein bisschen weg. Weil die Minen sind hier im Weg. Nicht, dass wir da reinrutschen. So. Und wir werden da jetzt ganz flockig... Ah, das könnte ein bisschen weit sein. Gib's eine mit der Kasper-Klasche. Nee, er kommt. Oh, sauber. Hau rein, Digga. Ausgezeichnet. Jetzt hat er noch einen, ne? Den Sniper. Die Ringelschwänze gerade ziehen. Oh Mann, der kann jetzt alles entscheiden. Oh, 5 Schaden, ey. 5 braucht er noch. 5 hat er noch gebraucht, ey. Shit, ey. Er kann, wenn es ganz blöd läuft, den einen oder anderen wegruppen. Die zwei ganz links hinten auf der Karte. Die könnte er beide weghauen. Und das wird er auch. Er macht's. Oder? Kleinigkeit. Wow. Oh. Wenn du diese Schlacht wir haben's gepackt, ne? Jetzt dürfen wir keinen Blödsinn machen, aber wir haben's gepackt. Weil er wird... Ja, im Prinzip nimmt er Schaden, egal was jetzt passiert. Oh, haben wir ein Schwein, dass er gegen diese Kackwand geschossen hat. Hau rein, Digga. Ende Gelände für dich, wir haben alle überlebt. Also wir hätten gar nichts mehr machen brauchen, weil er hätte sowieso Schaden genommen, wenn er drinnen gewesen wäre und er wäre auch hinüber gewesen. Ja, Mann. Schönes Ding. Mission erfüllt. Hat doch geklappt.
zwei Orden bekommen. Und ich würde sagen, dass wir die Orden jetzt noch verteilen und dann war es das auch wieder mit dem Part. Weil ich befürchte, dass der nächste Part auch wieder richtig krass lange dauern wird. Was machen wir jetzt? Mit den... Machen wir aus ihm richtig krassen Sniper? Ach so, nee, Quatsch. Stimmt. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, ihn noch aufzupeppen. Wie machen wir das? Peppen wir ihn auf? Ja, komm, wir peppen ihn auf. Und jetzt haben wir noch einen Orden. Ja, ist egal. Das lassen wir so. Jedenfalls beende ich den Part an dieser Stelle. Und dann hoffe ich, seid ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin sag ich einfach mal ciao.